Es wird ja auch von einer hohen Steuerbelastung gesprochen, die wir in der Tat haben. Und ich zahle gern Steuer, wenn ich Gewinne mache. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, ich sitze in einem Ort, ich zahle auch gerne meine Steuer. Aber was bekomme ich denn dafür, außer dass mir jetzt angedroht wird, die Grundsteuer wird erhöht, also der Hebesatz, damit die Grundsteuer, oder der Hebesatz für die Gewerbesteuer. Und dann fallen Sätze, und da möchte ich das Wording auch mal nennen, Sie müssen das tun, an die Bürgermeister oder wer auch verantwortlich ist, bis zur Erdrosselungswirkung. Da kommen einem dann schon Gedanken, bin ich hier noch richtig? Erdrosselungswirkung. Ja, ja, das können Sie dem Bürger nicht mehr vermitteln. Nee, das ist mein Problem. Ich habe die Leute, ich habe die Firma gern, ich führe sie auch gern. Und habe einen Einkommensteuersatz, der liegt jenseits der 40%. Also ich verdiene Millionen, gehen über 400.000 Euro in die Steuer. Dann möchte ich aber auch was davon haben. Wo ist denn der Service, der mir als Gegenleistung kommt? Mhm.